Ja, moin Leute und willkommen zu einem weiteren, ich sage jetzt mal Trash Game, ja. Ja, wir sind hier jetzt im Ort. Das wurde mir zugeschickt. Ich habe keinen Plan, was es ist. Sieht jetzt schon freaky aus mit den ganzen Blümchen hier und allem. Ja, wir machen mal Spiel starten und mal gucken, was da jetzt wieder auf mich zukommt. Ah ja. Okay. Was ist V? Ah, wegzoomen. Und ranzoomen. Okay. Was ist C? Noch weiter ranzoomen. Okay. Dann A und D, das haben wir schon rausgefunden. Also rennen. Space ist springen. S funktioniert. Oder S und Pfeil runter? Nee. S und Shift. S und. Also, also bücken kann ich mich schon mal nicht. Ach, das ging da nicht. Ah. Ja. Tab. Nein! Oh! Ja, komm. Zack. Drüber. Und dadurch und da drüber und da runter und ja, wieder hoch, Mädel. Was? Shift AD Space. Ja, weit springen. Okay. Tab und T ist Menü. Ja, super. Brauchen wir nicht. Ja, dann, ich glaube, wir gehen aber mal ein bisschen weiter weg von dem Ganzen. Also, wir spielen hier irgendwie eine junge Dame, die, keine Ahnung, was machen muss. Oder wo sie hin will, ich habe keine Ahnung. Du Heiliger. Ja. Hä? Ja. Also wir sind bei Checkpoint 0. Das Blöde ist halt, mein Team weiß ganz genau, dass ich Jump'n'Run hasse. Mädel, komm auf! Was ist das da oben für eine Leiste? Ach, ist das Ach, das ist Ausdauer. Okay, wir haben also auch Ausdauer. Okay. Probieren wir es nochmal. Hä? Wie soll man das schaffen? Ich hab doch mit Shift und... Warte mal, da muss ich nochmal... Kann ich zurücklaufen? Kann ich nochmal da die Steuerung gucken? Ich glaube ja, ne? Ja. Shift, AD und Space. Ja, so springen wir weiter. Gehen wir nochmal gucken. Wir haben keine Ausdauer mehr.
Problem ist, ich weiß auch gar nicht, was ich gerade dazu sagen soll. Shift. Warum? Warum haben wir die letzte Zeit hier drinne Games, wo man noch nicht mal das erste Level schafft, weil irgendwie was nicht geht oder... Ja, vielleicht bin ich auch zu blöd, das glaube ich wohl eher. Aber ja, Jump'n'Run, ne? Ihr kennt es aus Grounded, das mache ich liebend gern. Jump'n'Run ist ja genau meins. Oh, wir haben es geschafft. Usa. Nee, da wollen wir nicht hoch. Dann bück dich, Mädel. Oh, da unten kriegen wir sogar ein Herz. Nein! Nochmal. So, auf die Knie und durch da. Ja. Ja. Also da fand ich das Kabelpinkeln cooler. Der blöde Rock von ihr oder das Kleid oder Nachthemd müsste ihr doch Auftrieb geben beim Springen. Oder so irgendwie. Nee, nicht Auftrieb. Es müsste ja wie so ein Fallschirm... Ach, keine Ahnung. So, wir probieren jetzt. Ah ja, deswegen ein Herz, dass wir hier runterstürzen können und sterben können. Sehr gut. Sehr gut. Da hat das Herz ja auch viel gebracht jetzt. Ich glaube, ich habe mir den falschen Job gesucht. Ich sitze den ganzen Tag hier und spiele so eine Scheiße. Das kann doch nicht sein. Die kriegt's einfach nicht gebacken. Kriegen wir wenigstens noch einen Checkpoint hin? Oder drehen wir uns noch 20 Minuten hier im Kreis? Aber da auch ein Tipp an das Team. Vielleicht nicht so viele Jump'n'Run. Ist ja schön und gut, dass ich es nicht hinkriege. Aber ich glaube, die Zuschauer wollen auch keine 30 Minuten sehen, wie ich noch nicht mal Stufe 1 schaffe. Ich glaube, wir machen auch mal so einen Strafetag. Dann wird ein Multiplayer-Trash-Game rausgesucht, was das Team spielen muss. Ich gucke mir das schön mit an.
finde ich aber auch so blöd, dass das so lange immer dauert, bis es wieder weitergeht. Immer dieses blöde Orts. Ich weiß langsam, dass die Olle hier Orts heißt oder wer auch immer, keine Ahnung. Orts, 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 ich lasse einen dicken Forts. Kann die nicht sterben und direkt wieder spawnen? Was eine Kacke. Was eine Kacke. Machen wir 24 Stunden Stream, wo ich Orts spiele. Dann werdet ihr sehen, dass mir immer die ganzen 24 Stunden an der gleichen Stelle hängen. Das haben wir geschafft. Aufbück dich. Durch da. Ja, mir schmeißt das Herz weg. So muss es. Oh, wir sind weitergekommen. .029, hä? Das war jetzt wohl kein Checkpoint, oder? Ach, ich bleib doch mal auf der Knie. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir sind weitergekommen. Ist das jetzt ein Checkpoint gewesen? Nein, der Checkpoint ist, glaube ich, dann bei 1.0. Und wir sind bei 0.029 angekommen. Das heißt, wir müssen erstmal 2 Stunden spielen, dass man der fünfte, zweite, dritte, keine Ahnung, dass man den nächste Checkpoint kriegt, oder wie ist das hier? Was ist das für ein Case? Ey, da wird mir echt blöd. Da wird mir echt blöd hier drin. Ja, ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der spielt so Spiele gern. Soll er. Ist mir wurscht, aber... Ich kotze doch gleich im Strahl. Jetzt hängen wir an der Stelle wieder fest. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich brauche Beruhigung. Oh, ich habe eine Idee. Wir tun jetzt eine Viertelstunde lang Kaffee saufen und einfach nur hier dumm rumstehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Gute ist, dass ich bei den meisten Spielen gar nicht weiß, von wem das ausgewählt wurde. Also ob das jetzt Bronard war oder die Jessie oder die Angel. Ich habe keinen Plan, wer mir das Spiel hier vorgesetzt hat. Ich krieg halt nur mitgeteilt, da, mach das drauf, spiel das. Und das Problem ist, wir machen ja eine Sammelliste bei Angel. Das heißt, die kriegt alle Spiele zugesendet. Und von dort aus geht es an mich. Das heißt, ich kann auch nicht mal irgendwie Rache bei jemandem ausüben, weil ich nicht weiß, von wem was kommt. Das ist doch Kacke.
Aber bei dem Spiel bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das könnte von Angel gewesen sein. Ja. Die kriegt heute Abend ein Nachthemd an, dann baue ich ihr so einen blöden Parcours auf und dann dürft's auch durch die halbe Wohnung hopsen. Will ich sehen, wie sie das schafft, aber da kriegt sie keine Herzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nimm das. Ach so. Ja. Und warum immer so ein langes Ende? Kann das nicht sterben und dann blub wieder da und weiter geht's? Nein, wir müssen erstmal orts und am besten noch vielleicht noch eine Werbung zwischendrin. Wäre noch angebracht. Ich habe eine Idee. Das ganze Team muss alle Spiele auch spielen. Und jedes Mal, wenn sie dann sterben, müssen sie einen trinken oder keine Ahnung was. Gibt es da eine Strafe? Ich sag ja, das Projekt war eine saublöde Idee. Eine saublöde Idee. Und das Schlimmste ist, ihr seid ja auch noch dran. Ihr dürft in Zukunft auch in die Kommentare schreiben mit, ach hier, wir haben da Müll gefunden, spiel das mal. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das dann noch mehr ausahndet. Komme ich über das Ding da drüber? Das läuft doch wieder schief. So, was bist du denn jetzt? Kann ich mit dir irgendwas machen? Kann ich dich schlagen, treten, anzünden? Keine Ahnung. 0,029. Ach, guckt mal da unten die Leiste. Ich glaube, da bei der 1 ist der nächste Save Point. Und wir sind so ein Zentimeter vor der 0. Hier waren wir schon mal. Jo. Da sind wir wieder Fallen. Ja. Okay, wir haben nur noch ein Herz. Jetzt sind wir wenigstens mal... Die ist durch den Block geglitscht. Und wieder von vorne. Och nee. Och nee. Nee. Ja, wir sind wieder bei Null. Nee. Okay, wir probieren es noch einmal und ich glaube, dann sind wir... Dann bin ich durch für heute. Wer haftet eigentlich für die psychischen Schäden bei mir? Drauf. Läuft doch. Wo ist das Problem hier in dem Spiel, hier den ersten Checkpoint zu setzen? Warum? Ja. Ja. Jetzt ist genug. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt den Spaß ja, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren.
Ich will nicht mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, bis dann und tschüss.